Herr Ries, wo stehen wir beim KAS? Ja, Sie sehen ja, dass wir bei der Tagung hier im Uniklinikum Mainz mit 220 Teilnehmern genau diese Frage ganz intensiv beleuchten wollen. Wir haben festgestellt, dass wir in vielen Kliniken noch weit hinter den Digitalisierungsanforderungen hinterherhinken. Und einige Beispiele, die wir heute gesehen haben und ich denke auch morgen noch diskutieren werden, geben uns gute Hoffnung, endlich mal einen gehörigen Schritt nach vorne zu bekommen. Denn letztendlich sind wir sehr im Hintertreffen im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Was sind die Anforderungen, die eigentlich umgesetzt werden sollten? Ja, wir erleben vielfältig die Belastung der Mediziner und der Pflege durch Tätigkeiten, die mit Papier basiert sind und die Digitalisierung, also einerseits den Einsatz von Technik, aber auch die Unterstützung von Prozessen, sollen dieses viel mehr beflügeln und Wertschöpfung heben, die wir bisher eben gar nicht angreifen konnten. Mit welchen Aktivitäten des Verbandes können wir denn vorankommen? Nun, der Verband begleitet diese Bestrebungen. Wir schaffen solche Foren wie hier, um herauszufinden, was ist möglich, was für Herausforderungen sind besonders vom Management oder von der Medizin gefragt. Und auf diesem Weg, denken wir, können wir mit einem Beitrag dazu leisten.